Bei unseren Gesprächen mit Unternehmen wird immer wieder deutlich, dass Industrie 4.0 zwar als technisch interessantes und herausforderndes Thema empfunden wird, es in der Praxis aber häufig an konkreten Ansätzen mangelt, daraus auch gewinnbringendes Geschäft zu generieren. Dabei kann es aus unserer Sicht für viele Unternehmen in den nächsten Jahren ein wichtiger Baustein der Wettbewerbsfähigkeit sein, ihren Kunden innovative Lösungen im Kontext Industrie 4.0 anzubieten. Dies gilt insbesondere auch für viele kleinere und mittelständische Unternehmen am Hochlohnstandort Deutschland. Um die Unternehmen auf diesem Weg zu unterstützen, hat das BIBA Methoden und Werkzeuge entwickelt, die ihnen dabei helfen, innovative Lösungen zu generieren und dann dafür geeignete, auch neuartige Geschäftsmodelle zu entwickeln. The basis of Industry 4.0 are so-called cyber-physical systems. These technical units are equipped with sensors, actuators and information processing capabilities. Thus, interactions with humans and objects are possible. Thereby, they offer multiple opportunities to provide extra value for the customer. This means while one machine is operating, sensors can record conditions and compare them with other machines via internet. This procedure helps reducing improvement opportunities. Gained data offers information to find new groups of customers. The combination of cyber-physical systems and linked services are named Cyber-Physical Product Service Systems, in short CPSS. Das BIBA hat eine Methode entwickelt, mit der über eine strukturierte Analyse eines Produktes untersucht werden kann, welche Dienstleistungen und Services sich für die Kombination mit diesem Produkt anbieten. Dabei werden die Anwender über eine Auswahl definierter Fragen an mögliche Lösungsansätze herangeführt. Zudem werden als Impuls unterschiedliche Typen von Services angeboten. Dies beinhaltet auch Services im Zusammenhang mit cyberphysischen Systemen. At BIBA, these methods are also integrated in training future engineers. A broad mind and a view beyond the horizon are provided. The procedure is oriented on the life cycles of the product, the customer's need for action, as well as the competences of enterprises and their partners. General technical possibilities are also presented. Workers from different areas participating in workshops are mostly in charge of this. Sind Ideen für innovative CPSS-Lösungen generiert, gilt es zu prüfen, welche Geschäftsmodelle sich für diese Wertangebote besonders eignen und welche Auswirkungen dies auf das bestehende Geschäftsmodell des Unternehmens hat. Hierzu wurde eine spezielle Methode und ein darauf aufbauender Workshop entwickelt. Dazu wird das bestehende Geschäftsmodell des Unternehmens analysiert und auf die Rahmenbedingungen und Anforderungen eines CPSS geprüft. Hierbei hat sich herausgestellt, dass bestehende Geschäftsmodelle oft zu statisch sind, nur einen Teil des Produktlebenszyklus abbilden und die flexible Kooperation zwischen Anbieter und Kunde im Rahmen eines CPSS nicht darstellen. This method consists of 8 steps. New CPSS solutions are integrated and estimated within the business model canvas. Das BIBA hat in diese Methoden und Werkzeuge seine langjährige Erfahrung und Kompetenz in den Bereichen produktbegleitende Dienstleistungen, kollaborative Innovationsprozesse und Smart Objects eingebracht. Aktuelle Forschungsvorhaben, wie beispielsweise europäische Verbundprojekte, entwickeln diese Methoden weiter und untersuchen, wie diese noch besser in Unternehmen eingesetzt werden können, beispielsweise durch webbasierte Services.